25 deutsche Partnerbetriebe von HMF nutzten Anfang Juni die Gelegenheit, am Firmensitz des dänischen Kranherstellers aus erster Hand neueste Produkt- und Vertriebsinformationen zu erhalten. Die vielen lebhaften Diskussionen im Anschluss und während der Vorträge zeigten wieder einmal, wie wichtig solche Treffen sind. Einerseits zum Lernen und andererseits zum besseren gegenseitigen Kennenlernen. Ganz klar, gut miteinander vernetzte Partnerbetriebe arbeiten noch effizienter und können sich auch außerhalb der Agenda jederzeit auf dem kurzen Dienstweg austauschen. Und die neuen Einblicke in die Tiefen der HMF-Welt sorgen für ein besseres Verständnis zwischen Aufbauunternehmen und Hersteller. Wobei man mit der Zusammenarbeit auch bisher schon recht zufrieden war. Wir sind seit 16 Jahren HMF-Partner und haben eine richtig gute Zusammenarbeit mit denen, die im Laufe der Jahre immer besser geworden ist, auch weil man die Leute persönlich kennenlernt. Sie helfen, sie unterstützen, sie beraten in alle Richtungen und wir sind ziemlich zufrieden damit. Die Betreuung von HMF ist für uns sehr gut. Wir sind sehr zufrieden und wir haben den Außendienst von HMF sehr gerne in Anspruch genommen. Und wir sind froh, dass wir beim Kunde gemeinsam auftreten können und das in Anspruch nehmen können. Also wir sind schon seit über 20 Jahren Partner von HMF, haben es auch bis heute nie bereut. Warum? Die Firma HMF, die Dänen sind unkompliziert, helfen gerne auf einfachen Wege, was die Arbeit vereinfacht und somit auch Spaß macht, mit denen zusammenzuarbeiten. Abgerundet wurde die zweitägige Tagung durch einen geselligen Grillabend und zwei Betriebsführungen. Neben den Produktionsanlagen am Stammsitz stand ein Besuch des HMF-Aufbauzentrums in Galten auf dem Programm. Zu den Highlights der Produktion gehörten die hochautomatisierte Stahlbiegetechnik sowie die moderne Lackieranlage, in der alle HMF-Krane eine langlebige Pulverbeschichtung erhalten. Großen Eindruck hinterließen auch Ausmaße und Kompetenz des HMF-eigenen Aufbaubetriebs in Galten. Hier entstehen tagtäglich maßgeschneiderte Kranfahrzeuge und man spürt, dass HMF im Heimatland klarer Marktführer ist. Bei den Marktanteilen in Deutschland ist ungeachtet der wachstumsstarken letzten Jahre noch Luft nach oben. Das Partnermeeting hat sicher dazu beigetragen, dass dieses Potenzial in Zukunft noch besser genutzt wird. In Dänemark war man sich jedenfalls einig. Was ist HMF?